Worüber ich mich ja sehr freue, ist heute mal mit dir, lieber Sven Rittau, einen richtigen Profi da zu haben, was Podcasts angeht. Du machst ja selber einen Podcast, den du auch schon relativ lange machst, oder? Ja, ich glaube jetzt im vierten Jahr schon. Wow. Ja. Die Zeit verfliegt. Genau, und du hast mir mal gesagt, wir haben uns ja drüber unterhalten schon vor ein paar Monaten, als ich eben gesagt habe, du Sven, ich plane jetzt auch einen Podcast. Da habe ich dir eben erzählt, Sven, ich will auch einen Podcast machen. Und dann hast du mich erstmal fast so ein bisschen mitleidig angeschaut. Aber trotzdem natürlich auch mit Enthusiasmus. Und da hast du gesagt, da gibt es eine Qualität, die ist ganz wichtig beim Podcast machen. Das ist die Qualität des Marathonläufers. Ja, gepaart mit und da sind wir, glaube ich, auch bei dem Thema deines Podcasts hier, du brauchst einen Purpose, also etwas, was dich die 42 Kilometer auch zieht. Und viele Leute fangen, glaube ich, an, weil es hip und cool ist, weil jeder einen Podcast hat, weil man sich gerne reden hört. Die wenigsten hören das gerne, aber seine eigene Stimme. Mhm. Aber was ist, wenn du dann die ersten 10 Ideen abgefrühstückt hast oder die ersten 10 Leute interviewt hast? Also gibt es einen roten Faden, der dich jedes Mal wieder begeistert in die Vorbereitung schickt und das vor das Mikrofon setzt? Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute. Es sind ja auch viele so One-Hit-Wonder oder Rohrkrepierer auch dabei. Und dann gibt es natürlich eine Handvoll oder sehr viele, die erfolgreich sind. Und die haben eben eigentlich so als gemeinsamen Nenner dieses Thema Marathon-Purpose wahrscheinlich, so würde ich es nennen. Ja. Also das heißt nicht einfach nur mechanisch immer weitermachen, sondern irgendwie immer wieder halt neu auch mit einer Begeisterung dran zu gehen. Ja, ich meine, ist auch, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man jetzt so einen Podcast alleine aufnimmt zum Beispiel oder immer in einer festen Konstellation mit jemandem. Gibt es ja jetzt auch, mein Partner, der Jochen, die machen ja Exchanges, so dieses immer zu zweit, zu E-Commerce-Themen oder jetzt, dass der neue gehypte ist, der Doppelgänger-IO von Glöckler und Klöckner. Also sehr unterhaltsam, immer dieses Duo. Und was du und ich ja machen, sind so die Gespräche mit anderen. Und, ja. Glaube ich, sollte einem sozusagen nie die Munition ausgehen. So, und auch die Lust, weil klar wiederholen sich die Geschichten, aber ich finde eben gerade nicht, also gerade im Interview gibt es so einfach so die, irgendwie immer so die Lust am Entdecken, finde ich. Mhm. Ja. Und wenn du hast gesagt von Purpose für den Podcast, was ist so dein, was würdest du sagen, was treibt dich voran bei deinem Podcast? Ich muss eigentlich so selbstreferenziert, ich habe mich auch lange an meinem LinkedIn-Profil zum Beispiel getüftelt und habe gesagt, okay, was sind so die drei Dinge, für die ich stehen will? Und mir hat mal jemand Schlaues gesagt, also in so langen Gesprächen, mehr als drei Themen kriegst du nie über den Tisch. Mhm. Und das habe ich so versucht auch zu beherzigen. Und da habe ich dann gesagt, okay, was sind die drei Dinge, die mich ausmachen? Und oder man kann auch von so einem Tripod sprechen, so einem dreibeinigen, auf dem man so steht. Und bei mir ist es, das ist ein bisschen Zufall, so E-Commerce. Da bin ich irgendwie reingerutscht und gewachsen und da rutsche ich jetzt auch nicht mehr raus, glaube ich. Also ich bin ganz froh, dass es ganz gut funktioniert. Und die zwei anderen Dinge sind Unternehmertum, also dass ich auch immer schon das in mir hatte und mich einfach wahnsinnig interessiert, wie andere Leute ihren Weg gegangen sind. Mhm. Und das dritte Thema, das ist jetzt auch wahrscheinlich sehr neu, in den letzten 5 Jahren vor allen Dingen entstanden, ist so meaningful relationships, also wirklich in der Tiefe Beziehungen aufzubauen mit Menschen und so über so eine Vertrauensbasis dann irgendwie auch dann irgendwann zu kommen. Das sind so meine drei Elemente. Mhm. Und die versuche ich immer ein bisschen so freizulegen und zu entdecken. Ja, ja, genau. Okay. In deinem Podcast, der heißt Cheftreff. Der heißt Cheftreff, genau. Irgendwer hat auch mal da gewitzelt und gesagt, irgendwann nach 10 Jahren wirst du wahrscheinlich dann all das Geheimnis lüften, dass nicht du die Chef getroffen hast, sondern alle durften den Chef treffen. ist natürlich jetzt nicht genderisiert, aber muss ich sagen, ja, ein bisschen künstlerische Freiheit darf, glaube ich, auch sein. Ich habe sehr, sehr viele tolle Frauen bei mir im Podcast und ich bin großer Fan von Frauen und in Führungspositionen und in meinem Team. Insofern bin ich da, glaube ich, unverdächtig. Ja, glaube ich auch. Ja.
Es gibt ja auch die Chefinnen, aber genau, das die das Sprache. Das holpert dann ein bisschen, das der Chefinnen-Treffer. Chefinnen-Treffen. Ja, genau. Du hast gerade gesagt, diese drei Beine, die dein Podcast hat, also E-Commerce, ja klar, das ist ja auch, ihr macht ja auch mit K5 diese E-Commerce-Konferenz, die K5-Konferenz, und ihr habt, glaube ich, jetzt auch ein TV-Format, was ihr macht. Ja. Vielleicht da mal kurz erzählen was und dann. Ja, wir haben grundsätzlich, glaube ich, immer die Idee gehabt, so Handelskonferenzen waren immer echt sehr schlecht. Also die meisten Konferenzen sind nicht gut gemacht, weil sie sind von Konferenzveranstaltern gemacht, die nicht aus der Branche kommen, und die machen nächste Woche den Gynäkologenkonferenz, dann kommt halt der Payment-Konferenz und dann kommt was für einen Handel. Und wie tief kann man da im Thema stecken? Und wir haben gesagt, wir kommen tief aus dem Thema. Ich mache seit über 20 Jahren E-Commerce und wir kennen alle Leute und wir haben eine Passion für das Thema. Und haben dann gesagt, lass doch mal die Top 500 mal zusammentrommeln, ob die kommen. Die sind dann gekommen und mittlerweile sind es jetzt 4.000 Leute, wenn wir eine Veranstaltung machen können, wollen, dürften. Und das dürfen wir seit letztem Jahr nicht mehr. Jetzt haben wir dieses Jahr das Thema auch 2021 auch gecancelt. Und haben aber ja trotzdem das Netzwerk und haben dann gesagt, okay, jetzt können wir in der Ecke sitzen und weinen, oder wir sagen, vielleicht ist es auch ein Hinweis, uns etwas weiterzuentwickeln. Und wir haben eine Situation, dass wir keinen Umsatz haben, kriegen ein bisschen Geld von den Altmaier, aber ich glaube, jeder weiß, dass das eher der gespielte Witz ist. Und da kommt also auch gleich schon die Feuerwehr hier an im Hintergrund. Ja, genau, ich werde gleich verhaftet hier als großer Querdenker. Ja, genau. Nein. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann ja nur mit den Karten spielen, die man mir sagen über den Tisch geschoben hat, und kann jetzt aufregen, aber ich kann die Spielregeln nicht ändern. Und dann angefangen, ein digitales Format zu entwickeln, was jetzt nicht rein nur eine Konferenz und digital ist, sondern gesagt, wir gründen unseren eigenen TV-Sender und haben jetzt ein Livestream-Format entwickelt, was viele tolle spielerische Momente ermöglicht, viele Dinge, die für uns irgendwo funktionieren, und ökonomisch die Veredelung steht noch aus, aber wir sind auf einem guten Weg. Es macht Spaß, auch mal so. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist gut. Siehst du, ich habe dir gerade noch gesagt, schalt dein Telefon aus, jetzt hat meins im Hintergrund geläutet. Ich habe mir nichts anmerken lassen, glaube ich. Du bist eisencool geblieben. du hast mir vorhin gesagt, ich bewundere das sehr, wie ihr umgeht, weil ihr habt ja wirklich ein Geschäftsmodell, was komplett gerade quasi auf null runtergefahren wurde, einfach mal kurz. Ja. Und ich bewundere das unglaublich, mit welchem Mindset, mit welcher Haltung du damit umgehst. Und du hast mir vorhin, haben wir uns ja schon ein bisschen unterhalten, und du hast mir vorhin so gesagt, zwei Sachen, die fand ich spannend. Das eine war, du hast gesagt, naja, Covid ist eigentlich für dich ein Geschenk, was zu einer ekligen Verpackung daherkommt, aber es ist ein Geschenk. Und eine zweite Sache, die du gesagt hast, dich interessiert diese ganze Corona-Diskussion überhaupt nicht. Dich interessiert nicht dieses ganze irgendwie, boah, die Krise und oh Gott, wie können wir überleben, sondern du denkst drüber nach, das ist ein Faktor, der jetzt hier irgendwie eine Rolle spielt, und wer werden wir in 3 Jahren sein? Was ist die Vision für wer sind wir dann in 3 Jahren? Ja. Also das ist natürlich nicht jetzt, was jetzt sofort vor einem Jahr in meinem Kopf und meinem Mindset war. Das hat jetzt schon, war ein längerer Prozess. Ich habe auch geraged, mich aufgeregt, und habe dann irgendwann festgestellt, irgendwie ich verbringe so viel Zeit mit mich über Dinge zu ärgern, die ich nicht ändern kann. Ich kann einmal im Jahr oder alle 4 Jahre meine Stimme abgeben, das ist so ungefähr. Ja. Okay, das mache ich auch, und ansonsten spiele ich eben mein Spiel. Und es klingt jetzt also gar nicht so verachtend, wie ich das meine, dass man sagt, naja, mich interessiert diese Krise nicht. Natürlich berührt sie mich, und muss ich mich auch interessieren, weil ich auch Kinder habe, die schulpflichtig sind. Aber für mein Business haben wir dann irgendwann durch viel Rumprobieren und Testen und von anderen Blickwinkeln auf das Geschäft drauf zu schauen, ja auch gemeinsam mit dir dann auch irgendwie erarbeitet, was sind denn noch für Optionen, die wir haben mit dem Repertoire, was wir aufgebaut haben. Und wir sind dann eben dazu gekommen, dass wir unser Geschäft einmal vom Kopf auf die Füße gestellt haben, weil wir wurden immer nur als Konferenz wahrgenommen, aber wir sind ja sehr viel mehr als nur eine Konferenz. Wir haben eigentlich eins der besten Netzwerke im Onlinehandel im deutschsprachigen Raum.
Wir haben Zugang zu den besten Inhalten und Sprechern. Wir haben ein extrem großes Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden oder Teilnehmern. Wir bekommen ganz viele Leute vor die Mikrofone, vor die Kamera, weil sie über sich, über ihr Unternehmen und so weiter sprechen wollen. Und haben gesagt, okay, was kann man damit machen? Und was muss ich heute tun und wo muss ich heute investieren, um in 3 oder 5 Jahren, und das ist mein Bild immer, meine Mannschaft, sage ich immer, dass wir kommen aus dem Lachen nicht mehr raus, weil was wir jetzt machen und richtig machen, zahlt in 3 bis 5 Jahren der Markt mit Überrendite zurück. Und wenn ich aber auf der anderen Seite, und das ist ja dieses Bild so, who moved my cheese, das ist Spencer heißt er, glaube ich, wo diese Mäuse gefangen sind, dann ist der Käse weg und dann geht die eine Maus aus dem Labyrinth raus und findet irgendwo anders neuen Käse und die andere Maus verharrt in diesem Labyrinth. Und das bringt dich ja nicht weiter. Und in diesem Verharren kannst du ja nichts Neues kreieren. Und so empfinde ich jetzt diesen, forgive my French, diesen Corona-Arschtritt eben als echt extrem schlecht verpacktes Geschenk. Aber es ist letzten Endes ein Geschenk, um in die Bewegung zu kommen und uns sich auch zu hinterfragen. Weil wenn wir ehrlich sind, und die meisten wahrscheinlich, dann hätten wir niemals einen TV-Kanal aufgemacht. Ich hätte niemals 3, 4 neue Leute an Bord geholt, weil ja alles so gut gelaufen ist. Weil ich ein Geschäft hatte, was super funktioniert hat, ein paar Millionen Umsatz, ganz gute Rendite gehabt hat, sodass ich ein 10-köpfiges Team finanzieren kann. Warum? Bin ja in der Komfortzone. Aber jetzt bin ich herausgeflogen, muss ich jetzt Neues suchen. Und so, das ist, und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich so ein paar Wegbegleiter habe, die dann auch mich so in diese Richtung da geschubst haben. Genau. Ja, okay. Ja. Cool. Kannst du das Mikro ein bisschen näher, glaube ich, ran? Ich würde es mir ranziehen, vielleicht, sonst müsste ich immer nach vorne beugen. Weißt du, okay. Genau, super. Okay, cool. Hast du eine Idee oder könntest du mir erzählen, du hast ja erzählt, du warst am Anfang schon auch eher in so einem Rage natürlich, hast dich geärgert, aufgeregt, was soll das jetzt im Sinne von das Schicksal, warum kriege ich jetzt diesen Schicksalsschlag, weil hey, ja. Es kann ja keiner was jetzt wirklich dafür, ja, es ist einfach über uns gekommen und dann in diese unglaublich tolle, ja, einerseits abgeklärte, aber andererseits auch absolut handlungsorientierte Haltung zu kommen, zu sagen, okay, ist jetzt so und lass uns schauen, was ist denn die Chance da drin? Also wer können wir werden daraus? Wer können wir denn sein dann nach dieser Zeit? Hast du eine Idee, wie hast du das hingekriegt, diesen Umschwung bei dir? Ich glaube, ein wichtiger so ein Leitsatz, der mich immer begleitet, ist, man fragt sich ja immer so dieses, wow, die oder der oder die Firma, Wahnsinn, wie erfolgreich ist. Aber es gibt ja, wissen wir beide, diesen Overnight-Success gibt es nicht, der dauert halt immer 20 Jahre, 5 Jahre und so weiter. Und gepaart ist das Ganze, finde ich, mit dieser Situation, dass meistens diese ganzen erfolgreichen Firmen irgendeine Krisensituation hatten. Entweder eine Marktkrise oder halt eine Unternehmenskrise. Und aus dieser Krise entsteht eben meistens eine Knappheit. Und wenn Knappheit da ist, zwingt einen das zur Kreativität. Und ich glaube, das war so die Begleitumstände, dass ich mich daran so habe erinnert können auch. Und dann, ja, dann, ich meine, irgendwann weil muss man sich mal schütteln und sagen, irgendwie das. Also, du merkst ja, du bist dann auch so eine Abwärtsspirale drin. Also, dass du dann bist du in WhatsApp-Gruppen drin und dann beschimpfen man sich Freunde, die man mag oder Menschen, die man mag, die ja. Und führt aber eigentlich völlig falsch gerichtet, weil es gibt eigentlich keinen. Gut, nach mittlerweile einem Jahr kann man wahrscheinlich sagen, Dude, also man hätte vieles besser machen können, bin ich der festen Überzeugung, aber man hätte natürlich die Pandemie nicht wegdichten können. Genau. So. Ja. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Baustein ist Akzeptieren der Umstände ohne Bewertung. Also erstmal zu sagen, ist so ein bisschen so wie, ich bin jetzt in eine Sackgasse gefahren, da kann ich jetzt mit dem Auto gegen die Mauer fahren und sagen, okay, ist eine Sackgasse. Und dann, wenn ich dann nicht bewerte im ersten Moment, und das ist natürlich die Schwierigkeit, dann komme ich auch wieder in so einen Optionenraum rein. Und um in diese Nichtbewertung zu kommen, brauche ich
ein klares Mindset. Und das klare Mindset bekomme ich nur, wenn ich rauskomme aus diesem Rage. Und deswegen habe ich dann angefangen, wirklich, ich bin aus WhatsApp-Gruppen rausgegangen, ich habe Handys, Apps runtergeschmissen, ich habe mich komplett aus dem Newsstream verabschiedet und alle so, ja, du musst doch Nachrichten hören. Ich sage so, ich kriege doch eh mit, was passiert. Ist doch nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit Scheuklappen durch die Welt laufe, aber ich ziehe es mir nicht aktiv rein. Und ich habe dann die Leute immer gefragt, okay, was hat dich das jetzt weitergebracht, die letzten 15 Monate jeden Tag auf den Inzidenzwert zu gucken? Mein Leben hat es überhaupt nicht verändert, weil ich kann keine Konferenz machen, konnte es damals nicht, kann es heute nicht. Aber ich bin die ganze Zeit dran gewesen, mir neue Dinge auszudenken. Mhm. Und ich glaube, Jim Rohn hat mal gesagt, das ist der große Lehrer von Tony Robbins, sagt, der eine Job, den du hast, also als Mensch, nicht als Unternehmer, sondern als Mensch, ist to stand guard at the door of your own mind. Also was für einen Schrott ich in meinen Kopf reinlasse oder was für schöne Dinge ich in meinen Kopf reinlasse. Sehe ich, dass meine Tochter mich umarmt oder bin ich mit dem Kopf bei den Inzidenzzahlen? Lese ich ein schönes Buch oder ziehe ich mir irgendeinen Schmarrn im Fernsehen rein? Mhm. Gucke ich, meine, Netflix ist ganz unterhaltsam, aber ziehe ich mir Schrott rein oder beschäftige ich mich damit, wie sehen die Märkte aus in 2-3 Jahren? Ja? Und ich glaube, das in Kombination mit also dieser Hunger auf Gestalten, Klarheit im Kopf und dann halt auch viele gute Leute, die so meinen Weg mitgehen wollten, ja, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann die Leute auch selber da rausziehen, weil alleine habe ich das ja nicht geschafft. Genau. Also dein Team hat einfach auch wirklich mitgezogen. Ja, sehr cool. Ja, lustig, spannend. Bei mir gehen sofort so 3 Filme gleichzeitig los. Ich muss mich richtig entscheiden, auf welchen ich gerade aufspringe. Ja. Eine Sache, die mir dazu einfällt, dieses, wo du gesagt hast, du ziehst dich raus aus diesen Newsfeeds. Ja. Ich hatte mal die erste so bewusste Erfahrung in diese Richtung hatte ich tatsächlich bei 9/11. Da war das für mich so das erste Mal, hat mich mein Partner angerufen, hey, hast du schon, schau mal ins Internet. Und ich so, hey, was ist denn los? Und dann hast du diese Dauerschleife von diesen Flugzeugen, die in diese Türme reinfliegen. Ja. Immer wieder. Und die Türme, die zusammen, immer wieder. Und diese ganze damit zusammenhängende Panik und Angst und all das. Und ich weiß noch, wie ich mir das so 1, 2, 3 Stunden angeschaut habe und dann plötzlich ist mir aufgefallen, das ist gerade eine Hypnose, also ein Hypnoseprozess, der da stattfindet und ich ganz aktiv gesagt habe, so, jetzt schalte ich das aus und klinke mich da aus. Und weil du gerade gesagt hast, das ist einerseits die Frage nach, ich beschäftige mich mit was Guten, also was Produktiven oder mit Trash, also mit Müll. Ja. Ich glaube, es ist aber auch die Frage, inwieweit klinke ich mich in so ein Massenphänomen ein oder schaffe ich es auch irgendwie noch meine eigene Insel zu finden, wo ich weiß, der bin ich und hier stehe ich und das mache ich jetzt damit. Ja, also total. Ich meine, ich bin das Phrasenschwein schlechthin. Also einer der Sätze, die ich auch sehr immer wieder raushole, ist Reality is Perception. Also es gibt keine Realität, die ultimative Wahrheit ist, weil du erlebst dein Leben als du bist der Hauptdarsteller in deinem Leben. Ich bin vielleicht ein Nebendarsteller, jetzt mal gerade. Bei anderen bin ich so ein Komparse, der irgendwo in einer Bushaltestelle sitzt. Also jeder erlebt sein Leben anders. Und ich glaube, dass man schon steuern kann, wie die Realität ist. Weil was ja auch ist, und das rufe ich auch den Leuten da draußen zu, ist, wir haben eine Viruserkrankung da draußen. Aber wie gefährlich ist die wirklich? Und das ist die totale Überzeichnung in den Medien, weil also die meisten Menschen, die ich kenne, sind von dem Thema nicht wirklich betroffen, weil wenn sie es kriegen würden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wirklich eine Krankheit ausbricht und wenn, dann würde ein milder Verlauf sein. Ich sage jetzt nicht die ganzen anderen Wirkungen, aber alle tun so, als ob, wenn sie irgendwie zu nah am Joghurtregal neben mir vorbeigehen, springen die ans Joghurtregal rein, weil sie sofort hinter der Kasse tödlich zusammenbrechen. Und das ist, glaube ich, diese Lust am Untergang, sich diese Inzidenzwerte reinzuziehen oder sich auszumalen, was ich, wenn ich jetzt mit dem Blinddarm ins Krankenhaus muss und die Triage kommt und sagt mir solche Wörter, kennt mein 3-jähriger Neffe oder so. Ich meine, was ist denn das für eine Welt? Das ist ja absurd. Also wirklich auch der Aufruf, und das ist nicht jetzt gemeint, dass ich jetzt irgendwie irgendwas leugne und so, mein Gott, bitte nicht. Aber die gefühlte Wahrheit und die objektive Wahrheit habe ich in der Hand, weil wie viel ich reinlasse an diesem Schrott in mein Leben und meinen Kopf, habe ich selber in der Hand. Und
Ja, und ist das eine Art von positiver Selbsthypnose? Vielleicht. Aber ich muss sagen, also mein Leben die letzten 12 bis 14 Monate war jetzt nicht so nur im Lockdown. Ich habe natürlich mich an alles gehalten, aber ich habe wahnsinnig wundervolle Momente gehabt. Ja. Also tolle Begegnungen, auch virtuell. Ich habe viele Podcasts aufnehmen können, die ich sonst immer persönlich gemacht habe. Also ich habe es auch akzeptiert, dass es so geht zum Beispiel. Und vorher habe ich mich dagegen gewehrt. Also da gibt es viel zu gewinnen. Und das ist so ein bisschen, was auch, ich auch glaube ich von Tony habe da, der dann gesagt hat, so was nicht funktioniert, ist immer da. Also what's not available, it's always there. Also dieses, immer dieser aus diesem Mangel raus. Aber ich kann ja auch sagen, hey, was ist denn da? Ja, schönes Wetter. Hier unser Gespräch, jetzt die Stunden, die wir jetzt hier verbracht haben, extrem wertschätzende Momente, mich bereichernd, kann ich auch immer mal so annehmen. Ja? Und das ist jetzt Lockdown. Ja, juhu. Ja. Aber mir hat mal so ein australischer Mentor gesagt, count your blessings. Das ist so ein Ding, finde ich, das passt da gut rein. Ja, schön. Was ich jetzt ganz interessant finde, kurz so eine kleine Metaebene jetzt zu dem Gespräch, was wir gerade führen, ist, es ist ja fast schon ein bisschen eine gefährliche Diskussion, über Corona zu sprechen. Und also man muss sofort schauen, ist man politisch korrekt, ist man Corona-Leugner? Nee, bloß nicht. Ich habe eine kleine, ganz kurze Anekdote dazu. Ich habe meinen ersten Podcast mit Johannes und da machen wir danach dann so Blitzlichter, die so 5-Minuten-Stücke sind, und die hauen wir dann auch wieder rein in die Netze und die haben dann so eine Überschrift. Und ein Blitzlicht war, wie es ist, in Corona-Zeiten Gastronomieunternehmer zu sein, weil der Johannes hat ein großes Restaurant in München, was jetzt auch zu ist. Und wegen dieses Titels hat dieses YouTube-Video plötzlich einen automatischen Hinweis bekommen, hier können Sie sich über die Wahrheit über Corona beim Bundesministerium sowieso informieren, Button. Klicken Sie hier, dann finden Sie die echte Story. Also in Klammern, wahrscheinlich reden die da irgendwas Falsches über Corona. Automatisch. Schwierig. Also ich finde es schwierig. Ja. Ich finde es extrem schwierig, ehrlich gesagt. Ich bin ein sehr liberaler Geist. Ich finde schon, dass also Pluralität der Meinungen ist ein hohes Gut. Das, mein Unwort des Jahres ist alternativlos. Das finde ich, also in meinem Leben war bisher noch nie was alternativlos. Das einzige Alternativlose in meinem Leben wird sein, wenn ich durch das große Tor gehe. Mhm. Aber wahrscheinlich dahinter stecken dann auch ein paar Alternativen. Gehe ich von aus, weil das ist überall so. Und das finde ich, also ich finde es wirklich befremdlich, muss ich sagen, von sogenannten Demokraten gehört zu bekommen, es ist alternativlos. Das ist im Prinzip, schneidet das den aufklärerischen Diskurs ab, den wir alle hier so hegen und pflegen und feiern. Also ja, ich finde das strange. Also ich so führe ich nicht mein Unternehmen, so ziehe ich nicht meine Kinder, so gehe ich nicht mit meinen Freunden um. Ich habe irgendwo auch was Gutes gehört, wenn du, frage dich, bevor du in eine Diskussion gehst, ist die andere Person in der Lage, eine unterschiedliche Meinung zu verstehen, zu hinterfragen, zu akzeptieren? Wenn nicht, gar keinen Sinn, in die Diskussion reinzugehen. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Punkt. Also dieses mal so reinzuversetzen, okay, ich teile nicht deine Meinung, aber wie kommst du zu dem Standpunkt? Dass man mal so Backtracing macht und das erweitert ja auch wieder den Blickwinkel, weil ich meine, ich habe nicht die absolute Wahrheit, ja, sonst sonst würde ich ja nicht sitzen und mein Event nicht machen können. Wenn ich die absolute Wahrheit hätte, hätte ich wahrscheinlich schon einen Weg gefunden, wie es gehen würde. Ja? Also ja, irgendwie das fehlt mir völlig. Und und auch auf einer persönlichen Note, ich meine, also ich bin also unternehmerisch wirklich gekniffen. Also wirklich gekniffen, ja. Ich habe 0 Umsatz jetzt in 2 Jahren. Meine Mutter ist seit 1,5 Jahren im Pflegeheim und ich im Prinzip komme da nicht rein. Und meiner Meinung nach ist ihre Seele abgestorben, weil sie nicht mehr versteht, warum sie keiner mehr besucht. Ja. Und ich sehe meinen Kindern zu, wie sie im Prinzip mehr oder weniger in eine Depression reinrutschen durch diese ganze Hin- und Her-Politik. Wo ich sage, also ich bin massiv davon betroffen. Und trotzdem erlebst du mich nicht als jemand, der hier mit dem Grudge sitzt. Ich versuche noch zu gestalten. Aber wenn ich dann schon gestalte, möchte ich wenigstens eine offene Diskussion haben. Und das, ja, in der Tat, das fehlt mir einfach ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Genau. Ja? Vielen Dank. Was ich eben aber so unglaublich interessant dran finde, ist, du sagst,
Also erstmal finde ich super, mit welcher Offenheit du jetzt da über deine Haltung da sprichst und auch erzählst, wie dich das persönlich auch wirklich betrifft, ja, und wie du da trotzdem einen anderen Weg gehst. Und da möchte ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Ich würde gerne noch einmal noch kurz die Frage stellen, dass sich jetzt eben eine Regierung bemüßigt fühlt, zu sagen, es gibt nur eine richtige Diskussion, so ein bisschen, so ganz so tendenziell. Ja, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie zu viel aufbeschreiben, aber irgendwo solche Tendenzen sind da. Durch zum Beispiel so ganz objektiv so ein Button, der plötzlich auf meinem YouTube-Video drauf ist. Ja? Der sagt, hier geht's lang. Ja? nur als ein Beispiel. Meine Frage, also eigentlich... und die machen das ja, weil zu viel Diskurs stattfindet, aus deren Sicht. Zu viele eben Meinungen, eben Querdenker oder was auch immer. Ganz kurze Frage dazu. Würdest du sagen, hätte es so eine Entwicklung vor 20 Jahren auch gegeben, wenn jetzt genau dieser Virus vor 20 Jahren ausgebrochen wäre? Tja, das ist eine gute Frage. Was natürlich schon reinspielt, haben wir ja auch bei Trump und Co. gesehen. Und ich finde das jetzt so spricht für sich selber. Also, jetzt hat man einen Präsidenten, der hat jetzt 100 Tage im Amt, fast, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob der einmal getwittert hat. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Mhm. Und bei Trump war ja jeden Tag irgendwie, wurde eine neue Sau durchs Dorf gejagt und dann haben sich alle aufregen können. Also ohne soziale Medien, glaube ich, hätten wir das anders erlebt. Unaufgeregter, glaube ich. Es ist auch, glaube ich, ein kulturelles Thema, wie eine Bevölkerung aufgestellt ist. Also ich war auch vor kurzem in der Schweiz und da hat man ähnliche Situationen, ja, und auch höhere Werte und ähnliche Maßnahmen und trotzdem ist da mehr Stoik. Mhm. So, da ist mehr Ruhe drin, da ist so Unaufgeregtheit. Mhm. Und bei uns ist alles so aufgeregt und das, ich glaube, wird befeuert natürlich durch die Medien und durch die sozialen Medien und dass jeder eine Stimme hat. Und ich glaube, und das ist zumindest meine Überzeugung, ist, nur weil alle, die sich laut melden, hat man den Eindruck, das ist die Mehrheitsmeinung, das glaube ich aber nicht, weil ich glaube, mittlerweile sind sehr, sehr viele Leute einfach echt genervt und haben keine Lust, ihre Meinung, so wie ich es jetzt gerade mache, öffentlich zu sagen und sich dann anfeinden zu lassen. Ja, genau. Und ich lebe nicht in einer Bubble, Klammer auf, Klammer zu. Ich habe sehr viele normale Menschen, die nicht nur im Digitalen unterwegs sind. Und wenn du dich mit denen unterhältst, dann haben die eine sehr ruhige, überlegte Einstellung dazu, die sagen, ja, natürlich halte ich mich dran und so weiter und ich will es auch nicht mehr haben, aber es gibt natürlich schon den Wunsch nach etwas breiterem Diskurs. So, und, aber den werden wir nicht kriegen und da, mein Gott. Wie gesagt, mein Blick ist richtig nach vorne gerichtet. Ja. Und die zentrale Frage ist, und die finde ich, sollten sich jeder stellen, wo möchtest du in 2-3 Jahren stehen? Genau. Ja. Genau. Du hast gerade von Kindern gesprochen. Das finde ich, das ist ja auch Zukunft. Ja. Und ich glaube, es wäre so wichtig, ich glaube, für die Kinder, die jetzt auf der Welt sind, die jetzt 10 sind oder 15 sind oder 20 sind, ist es wahrscheinlich eine große Herausforderung, Informationen einzuordnen. Mhm. Weil, mein Gott, früher gab es halt so, die Welt wurde so erklärt von ein paar wenigen Leuten. Da gab es die Eltern und die Lehrer und dann hat man versucht, ein bisschen auszubrechen oder so. Ja, dann, wenn man dann mal 16, 17 war. Heute werden die Menschen überflutet von Informationen und deswegen entsteht dann auch vielleicht so ein Gefühl oder so ein Bedürfnis von einer Regierung zu sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen Ordnung in die Informationsflüsse bringen. Mhm. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, weil sonst gibt es ja eine Deutungshoheit und eine Deutungshoheit führt tendenziell eben hat das Risiko, in totalitäre Verhältnisse zu führen. Wie können wir denn, hast du irgendeine Idee, wie wir Kindern helfen können, dass sie Informationen filtern, dass sie das selber lernen, also selber irgendwie sich selber trauen können auch, was ist für mich das Richtige gerade? Ich denke, Erziehung ist nicht das, was man sagt, das, was man selber tut. Mhm. Also Eltern, die ihren Kindern Handykonsum vorwerfen und dann selber aber die ganze Zeit am Gerät hängen, ist natürlich eine Doppelmoral, die nicht funktioniert, die man einfach durchschaut. Zum Zweiten sehe ich ja meinen Kindern, die jetzt im Teenageralter sind, die haben schon ein
sehr gutes Grundgespür, was wahr ist, was falsch, was zu viel ist, was zu wenig. Und ich vertraue denen da auch ein Stück weit. Ich glaube, man muss nach wie vor da sein und ein Angebot machen zu sprechen, aber eben nicht von oben herab. Das ist halt so jetzt heute die Erwartung. Also tendenziell will ich jetzt auch nicht sagen, man ist als Elternteil ein Freund, aber man ist natürlich, man ist Vertrauensperson, vielleicht ist das, und muss natürlich auch Grenzen setzen. Ja. Das habe ich auch schon alles gemacht und erlebt. Ich denke aber, dass da ein Grundzugang gibt, den wir auch gar nicht haben als Erwachsene. Ich sehe es halt nur, wenn man so über die sozialen Medien diskutiert, dann gehen Kinder halt aus bestimmten Kanälen raus. Sie sagen zum Beispiel, ja, TikTok. Und dann denkst du schon so, oh Gott, TikTok ist ja nur Schwan. Und dann sagst du, nein, Papa, schau mal. Wenn man dann auch zuhört, sagen sie halt, ja, nee, Papa, schau mal hier. Das ist hilft mir total in der Krise. Und dann schaust du dir an und dann sind das so echt junge Leute, die einfach so Jim Rohn-Klamotten raushauen. Und dann denke ich mir so, okay, wow. Wo die sich austauschen, wie es ihnen geht, weil sie ja sich nicht mehr treffen können. Und, also da glaube ich, da... Also wir waren ja auch erfinderisch und kreativ, und ich glaube, wir unterschätzen sie da auch vielmals, ohne sie allein lassen zu dürfen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Also ich versuche immer so im Dialog zu bleiben und mich auch auf die neuen Sachen einzulassen, ja, auch auf irgendwelche Computergames oder auf Discord, oder auch wenn ich es nicht mehr verstehe, aber zumindest, und dann auch nicht, also dann auch offen zu sein, wirklich zu sagen, okay, ich bewerte jetzt nicht, was du mir sagst, und das merken Kinder ja sofort, ja. Mhm. Und dann einfach auch, und was man da alles lernen kann, ja. Also auch für Marketingkanäle für Unternehmen, ja. Also es ist ja, der muss ja nur zuhören. Das ist ja, aber das machen wir natürlich alle viel zu wenig, ja. Wir alle haben so ein großes Sendebewusstsein und große Egos und wollen immer reden und so. Aber wenn du wirklich zuhörst und deinen Kindern, es kannst du ja in keiner Marketingkampagne und Agentur rausfinden, das ist pure Gold. Ja? Also insofern mache ich das auch einfach so auch aus so einem Eigeninteresse, weil ich mir denke, ich kann da echt was lernen. Ich mag das total gerne an dir, dass du immer so diese Wende findest, wieder in, hey, was ist denn da Positives, so was ist da Spannendes drin in so einer Sache. Finde ich sehr eine tolle so Grundhaltung, die du da anscheinend hast. Und das andere, was ich ganz, ganz schön finde, ist dieses, ich habe gerade so, wenn du so redest, baut sich so ein Bild auf, und ich habe so dieses Bild, wenn wir mit unseren Kindern, Jugendlichen, so als jetzt erfahrene Erwachsenen sind, und wir sehen die Gefahren des Internets oder welche Gefahren auch immer, dass das Bild, was du zeichnest, ist weniger so ständig so denen erzählen, was ist richtig, was ist falsch oder so. Schon manchmal, es gibt so Grenzen, die muss man auch klar setzen, aber eher so einen Rahmen bauen, also einen Rahmen innerhalb dessen du in guten Kontakt bist, zuhörst. Und ich könnte mir auch vorstellen, die Kinder dich dann auch eben erleben können als einfach jemand, der einfach nur da ist. Und wenn ich jetzt als Kind, ich kenne mich vielleicht sogar viel besser aus, aber ich weiß, da gibt es jemanden und an den kann ich mich wenden. Also, weil der ist auch nicht, der weiß auch nicht mal alles besser als ich, sondern der ist einfach da. Ja, also ich meine, das ist der Versuch. Ja. Ich meine, ob es dann am Ende so rauskommt, ist schon was anderes. Also meine Kinder waren ein bisschen anders. Ich hatte eben nicht diese Role Models. Mhm. Und das ist natürlich auch, vielleicht muss man ja immer aufpassen, ob man dann sich nicht immer versucht, selbst zu verwirklichen oder so. Ja. Das hoffe ich, mache ich nicht. Ich finde es nur schön, so ein Angebot anbieten zu können. Und wenn es dann nicht genommen wird, das ist auch okay. Aber ich merke schon mehr und mehr, dass da auch das auch zurückgerufen wird. Genau, das freut mich einfach. Ich glaube, das wäre ja schade, wenn ich das jetzt, was ich jetzt selber erlernen durfte, nicht irgendwie so weitergeben kann. Ja, genau. Finde ich schon. Also das ist auch ein schöner Gedanke. Ja. Cool. Du bist ja auch ein Lerner, glaube ich, oder? Du bist ja jemand, oder beziehungsweise weiß ich, weil wir uns ja schon viel unterhalten haben, du liest wahnsinnig viel, du hast auch spannende Menschen, mit denen die dir Impulse geben, du hast vorhin mal Tony Robbins erwähnt, aber das ist sicher nicht der Einzige. Wie bist du dazu gekommen, dass du immer in dieses Dazulernen gehen wolltest? Also ganz ursprünglich, glaube ich, habe ich verstanden, dass mein Weg aus der Knappheit, die ich erleben durfte, nur funktioniert erstmal über Leistung oder über irgendwie
Zugänge schaffen. Und das geht letzten Endes über Abitur, Studium, einen vernünftigen Job und so. Später habe ich dann gemerkt, dass das rein Fachliche, glaube ich, nicht ausreicht. Und dass ich dann gemerkt habe, okay, wo laufe ich dann immer wieder gegen einen Pfeiler oder gegen eine Schranke? Und dass das ganz viel mit meiner Persönlichkeitsstrukturierung oder auch mit den Glaubenssätzen zu tun hatte, die ich mir selber gesagt habe. Also vor allen Dingen halt irgendwie, ja, gibt's halt die Klassiker, irgendwie I'm not good enough und so die ganzen Geschichten. Kennt jeder. Ja. Und dann ist die Frage, wie löst du es auf? Und ich meine, ein stabiler Weg ist sicherlich, ehrlich gesagt, bin ich auch großer Fan von sowas, wenn wir sagen, mit einer Psychologin oder so, oder Psychologen zu arbeiten. Einfach jemand, der da ausgebildet ist, ist schon mal, glaube ich, ein guter Einstieg. Ist ja auch immer noch stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Mhm. Kann ich nicht verstehen, weil für mich ist das so eine Art, wie eine Art Coaching. Und aber dann geht es natürlich auch, man kann natürlich auch so populärwissenschaftlich arbeiten oder mit Coaches. Und das war dann so ein Weg, den ich einfach angefangen habe. Einen meiner Klassiker, Jens Korsen, der Selbstentwickler, so eine 4-CD-Reihe, spitze, super unterhaltsam, kannst du auf der Autofahrt hören, wiederkehrend, also und auch amüsant gemacht und entlarvend. Und ja, und dann nimmt das so seine Reise und dann kommt man immer mehr auf den Geschmack und merkt, das hat keinen Selbstzweck, sondern es führt eben wirklich dazu, dass du mit Dingen aufräumst, dass du in stressigen, schwierigen Situationen, wo du früher zusammengefallen bist oder wo du dich aggressiv verhalten hast, auf einmal eine Ruhe in dir findest. Und dann, wenn du, sind wir wieder beim Thema, eine Ruhe hast in dir und dann kommst du wieder in Lösungsmodus. Und der Running Gag ist so ein bisschen, irgendwie saß ich auch in so einer, irgendwie einer Session meiner Psychologin. Und dann klingelt das Telefon und dann rief meine Kinder an, da war ich noch echt klein, und gesagt, ja Papa, hier ist die Kerze umgefallen, hier brennt alles. Und sie meinte, und ich war einfach nur ruhig. Er hat gesagt, was hat sie noch nie erlebt? Sie hat gesagt, okay, wo brennt es? Habt ihr es gelöscht? Und so weiter. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und einfach weitergemacht. Und dann hat sie gesagt, das hat sie noch nie erlebt. Jeder andere wäre rausgestürmt, wie Feuerwehr gerufen. Ich sagte, nee, ich muss ja erstmal die Situation begreifen. Und ist das jetzt Ergebnis der Arbeit an mir? Ich glaube schon zum Teil, weil einfach genau dieses ist, es passiert was und dann fängt man nicht sofort an, Dinge dazu zu dichten oder zu bewerten, sondern zu sagen erstmal, okay, was ist der Rahmen, in dem ich mich bewege? So. Und ja, ich bin total happy. Am Ende ist es ja auch immer viel Glück, dass man auf Leute trifft, die einem weiterempfehlen oder sagen, hey, red mal mit dem oder hör dir das mal an. Und ja, und am Ende war ich jetzt in der Tat beim Meister aller Meister, würde ich sagen, Anthony Robbins, und war da fast ein Jahr lang mit unterwegs. Mega Zeit. Geht ja jetzt auch leider nicht mehr. Zum Beispiel diese ganzen Online-Sachen, die er jetzt dann auch angeboten hat, habe ich mir ein, zwei angeguckt. Not the same thing. Also wenn du einmal da warst und er macht ja wahnsinnig viel Arbeit mit dem Körper, so rumspringen, tanzen, und am Ende, und das ist ja auch, wo die Deutschen immer ein bisschen fremdeln, aber bei ihm geht ja alles darum, in so einen Zustand zu kommen, wo du so absolute Top-Performance hast. Und wenn man sich so NBA-Player anguckt, wie die halt im Geiste gegangen, oder irgendwelche Sprinter oder Formel 1 oder Skifahrer, wenn die so die Piste durchgehen. Es ist alles dasselbe, alles dasselbe. Es ist letzten Endes Peak State, der Zustand, in dem du bist. Und so kannst du, kann man das auch auf sein Leben. Jetzt bin ich kein Rennfahrer und ich bin kein NBA-Player, aber ich bin halt Unternehmer. So, wie gehe ich jetzt in eine Verhandlung rein? Wie trete ich vor mein Team? Wie komme ich nach Hause? Wie gehe ich in ein schwieriges Gespräch mit meinen Kindern? Kann ich ja auch machen, indem ich mich erstmal kalibriere und sage, okay, wie komme ich an? Wer kommt an? Ich meine, in unserem Beruf ist dann so, ich komme an und wahrscheinlich 37 andere Personen, die ich gerade getroffen habe, sind auch noch mit allem Raum. Wie werde ich die los? Also, da gibt es so viele coole Tools und am Ende, das Ziel ist meiner Meinung nach immer raus aus der eigenen Versklavung. Also so dieses so, aus seinem, der Korsen nennt es die Quatschis, dieses so, ja, dann irgendwelche Automatismen oder so Automaten, die ablaufen und dann denkst du dir nachher, so bin ich doch eigentlich gar nicht. Und wenn du das aber schaffst, diese Freiheit zu bekommen, wirklich zu sein, wer du bist und auch mit Gefühl, ja, mit Liebe, ja, im familiären Umfeld, Liebe ist, aber auch im Unternehmen ist ja Liebe, ja, weil du sagst, hey, du liebst ja deine Firma, das, was du tust, die Leute, die du ausgesucht hast, solltest du auch lieb haben, weil sonst hättest du sie nicht ausgesucht. Ja. Und ja, so kann man, glaube ich, diese ganzen Dinge überall mit so einweben. Und ich finde, jedes dieser Teile macht einen besser. Und das ist dann mein letzter Satz dazu, ist zu sagen, es ist halt nicht damit getan, es einmal zu machen, sondern man muss es wirklich praktizieren. Und das ist so dieses Repetition is the mother of skill. Also sagen, ich gehe auch nicht nur einmal in den Gym im Jahr und sehe dann super aus, sondern ich gehe halt fünfmal die Woche in den Gym, wenn es mir geht. Ja. Genau. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, diese Wiederholung, dieses Repetieren. Ja.
Ein Aspekt, der mich hier interessiert, noch mal ein bisschen weiter von dem, was du gesagt hast. Du hast gesprochen jetzt von diesen inneren Quatschis. Und das finde ich ganz schön, weil es gibt ja diese Idee, hey, bloß nicht in die Opferhaltung gehen, bleib in der Meisterhaltung, ja, in der du kannst was tun. Ja. Und ich glaube, es wäre zu begrenzt, dieses Opfertum nur auf die Außenwelt, also zum Beispiel Corona oder so, ja, zu erlegen, sondern es gibt tatsächlich auch so etwas wie eine innere Welt, und in der es auch Kräfte gibt, die wirken, ja, so Quatschis oder irgendwelche eben Emotionen oder irgendwelche komischen, so fast schon zwanghaften Gedankenformen, ja, die man so hat. Und ich finde es schön, dass du dieses Bild aufbaust und auch hier in eine Meisterhaltung zu kommen, also auch hier nicht zum Opfer zu werden seiner selbst. Das, glaube ich, machen einige Leute. Ja, ich denke, es ist auch so, du hast schon typisch deutsch, würde ich fast sagen, aber natürlich machen es die Amis auch. Also diese Quatschis, oder sind ja Glaubenssätze, die du halt irgendwie von deinen Eltern hast, oder Erfahrungen, die du gemacht hast, und dann irgendwann sind die halt so da. Und es limitiert dich ja letzten Endes. Und ich finde, man kann so eine ganz gute Übung machen, indem man einfach mal aufschreibt, was für Worte einem durch den Kopf gehen zu sich selber oder welche Worte man verwendet. Sagt auch der Korsten auf der CD-Reihe da. Er sagt dann so, naja, wie Vollpfosten, Arschloch, keine Ahnung. Wenn du das, und dann sagst du, okay, also ich rede mit mir selber mit diesen Worten. Ja, kann ja nicht viel mehr rauskommen. Ja. Ich denke über andere in diesen Worten. Schwierig in Beziehung zu treten. Und damit fängt es letzten Endes an. Und ich glaube, Marc Aurel hat mal auch das Quote ist, die Seele nimmt am langen Ende die Farbe deiner Gedanken an. Also wenn du nur schlecht denkst, ja, hast du irgendwann eine schwarze Seele. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich nicht will. Also das muss ich sagen. Und ich glaube, so kann man sich einfach ertappen, sehr, sehr schnell zu sagen, da war es wieder. Ja? Und dann einfach zu sagen, hey, dann denk halt, weil gerade eine Blume hängt, Blume. Mhm. Dann ist aber, wenn du Blume denkst, dann hast du gleich, merkst ja gleich, der Körper hat eine ganz andere, wenn ich denke, Vollpfosten. Ja? Denke ich auch ab und zu mal, gebe ich zu. Und ich spreche auch drüber, gerade wenn ich über unsere politische Kaste denke, habe ich häufig ein Wort mit V, also Vollpfosten im Kopf. Ja, so. Aber das bringt, wie gesagt, einen nicht wirklich voran. Ab und zu mache ich es aus Spaß, um nicht am Magengeschwür zu krepieren. Einfach, man muss der Ärger auch mal raus. Das ist auch okay. Ja, klar, genau. Ich finde auch, das ist ja nicht völlig, das ist ja die Meisterhaltung in mir. Mir fliegt irgendwie ein Hammer auf den Fuß, nee, und dann zu sagen, ich bin jetzt der Meister. Klar. Da kannst du schon mal richtig rumfluchen. Ja. Nee, klar, oder dein Sohn zertrümmert irgendwie, weiß ich nicht, deine Uhr, die dir vom Mund abgespart hast. Da kannst du mal ordentlich ragen. Ja, absolut, ja. Also so nicht. Aber was dann, ist so ein bisschen die Frage. Ja. Und wir sind ja Unternehmer, du bist Unternehmer, und Unternehmer sind ja Menschen, die eben genau in so ein was Tatkräftiges kommen und die eben auch manchmal Dinge, die unmöglich scheinen, sich nicht davon abschrecken lassen, sondern eben trotzdem Wege finden, um dieses Unmögliche möglich zu machen. Und ich hatte den Nikolai, den du ja auch gut kennst, im zweiten Podcast, und der hat mal so etwas gesagt, ja, in der heutigen Welt gerade, er hat dann so von VUCA-Welt gesprochen, da ist es ein absoluter Faktor, wenn du ein guter Unternehmer sein willst, musst du dich auch als Person entwickeln, Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ja, was du jetzt auch im Grunde sagst, ja, also du musst irgendwie, es ist unglaublich wichtig, sich mit diesen inneren Stimmen oder diesen inneren Whatever-Kräften auch auseinanderzusetzen. Und das finde ich, du hast gerade vorhin gesagt, ich rufe das den unseren Zuschauern zu, vorhin bei dem anderen Thema. Ich finde, das können wir auch den Leuten zurufen, oder? Arbeitet an euch, oder? Ja, und ich glaube, jeder ist ja Unternehmer seines eigenen Lebens oder Unternehmerin. Also irgendwie, also es heißt ja nicht, dass das Leben nur geil ist, wenn man jetzt eine Riesenfirma gegründet hat. Also ich meine, ich habe ja auch alles hinter mir, ja. Also so plus Riesenfirma, ja, 2 Milliarden Umsatz, Shortinator, 10 Millionen Umsatz, bisschen kleiner, jetzt halt eine 10-Mann-Bude, bisschen weniger Umsatz, aber ich habe mich nicht definiert über diese Größe, sondern einfach für mich ging es um die Aufgabe. Und so kann man natürlich aber auch sagen, ja, ich bin halt
nicht gerne Unternehmer, ich bin aber gerne Führungskraft, ich bin Mutter, ich bin Künstler, ja, ich bin Musiker. So, aber jeder hat ja einen Traum, wo möchtest du am Ende deines Lebens rauskommen? Und das ist, glaube ich, die Sache, die ich da draußen, also träumen ist das eine, das musst du sagen, das ist so ein bisschen dream big, ja, und dann musst du aber es runterbrechen, du musst es ja operationalisierbar machen, du musst Ziele machen, du musst dir überlegen, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um dahin zu kommen. Und das hat viel mit Planen zu tun, mit Runterschreiben, mit auch raus aus der Komfortzone wieder. Und aber es ist es wert, weil nur dann bist du der Unternehmer oder die Unternehmerin deines eigenen Lebens und kannst das erreichen, was du dir vornimmst. Und da rufe ich immer meinem Team zu sagen, also denk einfach richtig groß. Wenn du nicht richtig groß denkst, und auch so, ich weiß gar nicht, von wem das ist, wenn deine Träume dir keine Angst machen, dann träumst du noch nicht groß genug. Ja. Aber der Punkt ist ja, wenn ich jetzt sage, lass uns 5000 Zuschauer oder Teilnehmer auf die Konferenz holen, wenn wir vorher 500 hatten, haben alle gesagt, okay, das spinnt da. Ja, und dann kommst du aber, bist du dann irgendwann bei 2000. Wenn ich jetzt 2 gesagt hätte, hätten wir 1100 bekommen. Ja. So, also oder wenn du machst 100 Liegestütze oder du willst 20 machen, dann stelle ich mir mal vor, ich muss 100 machen. Dann mache ich 17, 18, 19, 20, 21, ach, dann bin ich schon drüber. Mhm. Also es ist alles eine Framing-Frage. Und deswegen wirklich es macht ja auch Spaß, sich Gedanken zu machen, wo möchte ich hin, was sind meine Träume. Und wie gesagt, nicht nur im beruflichen Kontext, auch im privaten Kontext. Ich glaube auch, dass man ein Liebesleben designen kann. Also du kannst ja sagen, okay, das so sieht mein Traumpartner aus. Ja? Mhm. Und dann fragst du dich ja vielleicht, was möchte mein Traumpartner vielleicht von mir sehen? So, und dann bewegst du dich in die Richtung, sagst, ja, ich mach mal Sport, ich ziehe mich anders an, was auch immer. Ja? Ich bin freundlich, lächel mehr, ja? Weil ich hätte gerne jemanden, der mich anlächelt. Er muss ja selber lächeln. Ja. So, und dann auf einmal siehst du 5 Typen, die auf einmal dich anlächeln, die genauso aussehen wie dein Traum, weil du dich selber primest in diese Richtung. Mhm. Und es ist jetzt nicht Magic, oder das ist total banal, weil das, was in dir ist, auf das triffst du. Jeder, der schwanger war, sieht auf einmal überall Kinderwagen. Habe ich vorher nicht wahrgenommen. Also ich war nicht schwanger, meine Frau war schwanger. Ja. Habe ich überall Kinderwagen gesehen. Vorher habe ich die nicht wahrgenommen. Ja, genau. Ja, aber das ist ja, nur weil ich in mir trage, kann ich einladen, in mein Leben zu kommen. Und und so ist auch, glaube ich, unternehmerischer Erfolg eine direkte Funktion von dem, was ich einlade in mein Leben. Auch da wieder, ich habe Aikido gemacht lange, ist ja eine ganz tolle Bewegung, ja, und so ganz fließend ist das alles. Und da geht es immer um Energiefluss. Das sieht immer so aus, als ob das Theater ist, wenn die sich da gegenseitig auf die Matte schmeißen. Nee, ist nicht. Ist nur einfach, du leitest die Energie, die kommt in andere Bahnen um. Ja. Und das ist eigentlich für mich so das beste Bild fürs Leben ist, so wie die Energie fließt, mit dem Strom muss ich mitgehen. Weil was nicht funktioniert ist, ich versuche einen Fluss umzulenken, das geht nicht. Also muss ich reinspringen und mit der Strömung gehen. Und das ist nichts anderes, was ich jetzt vorhin gesagt habe, was ich mit Corona versucht gemacht zu machen oder immer noch mache. Ich sage, ich gehe mit der Strömung, die da ist, weil die viel zu stark ist, und versuche aber in der Strömung irgendwie was zu lenken, einen Baumstamm zu erreichen, mich am Felsen zu klammern oder vielleicht irgendwo an einer seichteren Stelle dann einen Damm zu bauen. Das ist ein bisschen das Bild, was ich da jetzt sehe. Mhm. Ja. Genau. Ja, cool. Du hast gerade so vom Unternehmertum gesprochen. Ich bin voll bei dir. Ich finde, auch jeder Mensch hat irgendwas Unternehmerisches in seinem Leben, irgendwelche Aspekte davon, egal ob er jetzt eben ein 2-Milliarden-Euro Unternehmen aufgebaut hat oder einfach zu Hause Kinder hat. Ich glaube, du hast immer diesen Moment irgendwo. Mhm. Und erzähl du doch mal, wie bist du denn Unternehmer geworden, jetzt im Sinne auch von Unternehmen gründen? Wie war denn jetzt Geschichte? Wie ist das dazu gekommen? Die Geschichte ist, dass ich es schon immer machen wollte, ohne zu wissen, wovon ich rede. Also ich hatte mit 14 so mein erstes Logo gemalt, das war Sven Ritau Industries, so ein S, R und ein I in einem ganz hässlichen Logo-Schwung. Und der Running Gag, muss ich jetzt kurz erzählen, ist jetzt, dass ich jetzt diesen Schwung mir auf meine Hemden sticken lasse, einfach als Reminder, sozusagen, was möglich ist. Und das ist jetzt, für manche sieht es aus wie so irgendwie typische Angeberei, aber es hat bei mir wirklich den Hintergrund. Ich sage, wenn ich jetzt, wenn ich sehe, denke ich mir so, yes, I told you. Ja, genau. Fast 40 Jahre vorher hast du es dir ausgedacht und es hat irgendwie funktioniert. Also ich glaube, es geht letzten Endes einfach ums Loslaufen. Und eine gewisse Portion Naivität,
die man braucht, weil wenn ich jetzt gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Ja. Und dann ist es dann ein Ergreifen von Gelegenheiten. Weil ich habe lange, lange einfach darauf hingearbeitet. Es war immer, es schwelte so in mir drin. Und nach der ersten Station bei Roland Berger war dann die 99 die Gelegenheit, eben sagen wir, Zoo Plus mitzugründen. Und ich habe dann einfach, ja, ich habe einfach die Risiken und die Rendite abgewogen, habe gesagt, okay, jetzt zwei Jahre bei Berger. Was ja immerhin also schon mal ein ziemlicher Step ist, bei Berger zu sein. Und da hättest du wahrscheinlich einfach bleiben können und hattest ein safes Einkommen und alles, oder? Also genau, war schon ein Schritt. Ziemlich krasses safes Einkommen. Ja. Ich hatte eine Senatorkarte und war irgendwie nie zu Hause. Und da habe ich mir gedacht, ja, nicht schlecht. Auf der anderen Seite stand halt die Möglichkeit, und das habe ich dann schon auch abgewogen, gesagt, ja, okay, aber selbst wenn ich das jetzt nicht hinkriege, war mir schon klar, dass du mit einer Erfahrung von einer Gründung im digitalen Bereich wahrscheinlich wieder angestellt werden wirst. So. Ja. Also das war jetzt so, also das habe ich jetzt schon irgendwie, also das war ein Safety-Net und ich war ja alleine, also habe ich jetzt gesagt, was nehme ich eine kleine Wohnung und so. Anders ist dann der jetzige CEO, mein Partner damals von war Roland Berger, der Cornelius, der immer noch das Geschäft leitet, der hatte schon Familie, zwei Kinder, ein Haus. Und da habe ich gedacht, okay, das ist echt bold. Ja. Und das hat viel mehr Fallhöhe. Ja. So, und das habe ich dann einfach gemacht und das hat sich so angefühlt wie nach Hause kommen. So wie so, oh ja, endlich. Ja. Und wir hatten ja keine Ahnung, was das bedeutet. Und also mein Gott, wir waren wahrscheinlich mehrfach in der Insolvenzverschleppung und also mit einem Bein im Knast, ich war wahrscheinlich mit beiden schon drin, weil wir einfach Rechnungen dann einfach nicht gezahlt und nicht mehr konnten, weil wir auf die Finanzierungsrunde gewartet haben und ach Wahnsinn, ja. Also ja. Und im Prinzip, das, was man eigentlich vermisst, ist, wenn es dann durch ist und geschafft ist, ist dann eigentlich so diese Momente, dieses Gefühl. Deswegen mache ich immer weiter. Mhm. Und jetzt habe ich ja wieder eine tolle Challenge mit einer Firma, die keinen Umsatz macht, die eine 500.000 Kosten hat im Jahr. Mhm. Und nicht mein Gehalt leider. Mhm. Insofern ist das, glaube ich, auch so ein bisschen die Lust am Masochismus. Und am Ende ist für mich deswegen auch vielleicht geht es um Gestaltung. Also ich mag einfach Dinge ausprobieren und zu gucken, eine Idee, die ich mir ausdenke, wie kann man die eigentlich umsetzen? Geht das denn überhaupt? Wollen die Leute das? Und da dann eben ein paar Leute mitzunehmen, die dann so an die Idee glauben, die ich mir ausdenke und dann mir helfen, das umzusetzen, das finde ich eigentlich so die schönste Belohnung also von dem Ganzen, muss ich sagen. Also ich meine, jetzt sind ja Millionen von Kunden, die irgendwie täglich ein Paket Hundefutter, Katzenfutter nach Hause kriegen. Ja, klar. Also ich freue mich jedes Mal noch, wenn ich irgendwie so, ich gucke immer hinter so einen DHL-Wagen und wenn die dann die Türen aufmachen, gucke ich mal so auf ein Paket von Zooplus drin. Das Prinzip ist schon Wahnsinn, ja. Das Prinzip, ja. Das ist schon echt gut. Ja, cool. Du hast gerade dieses Masochismus, hast du natürlich nur so aus Spaß gesagt, aber da steckt ja sowas drin, sowas hat auch was von so in Schmerz reingehen. Und das hatte ich auch lustigerweise mit Nikolai, da habt ihr irgendwie Parallelen von dem, was ihr so erzählt. Der hat auch gesagt, also bei ihm ist Umgang mit Krisen immer damit verbunden, in den Schmerz reinzugehen, also da reinzuschauen, also statt in dieses Averse, in die Wegbewegung zu gehen. Kennst du das auch bei dir, dass du eher lieber Lust hast, hinzuschauen und auch das zu spüren und dadurch daraus was zu machen? Naja, also alle, die da draußen eine christliche Prägung haben, müssten das ja kennen, das Purgatorium, also Wandlung durch Schmerz, ja, also sagen, ja, Jesus Christus hat es ja selber vorgemacht. Ich denke, da liegt große Wahrheit drin. Ich habe gerade einen Buchtipp, tolles Buch, lese ich gerade auf Englisch von einem Schauspieler, Matthew McConaughey, Green Lights heißt das. Da geht es genau darum, dass er sagt, ein Leben, was nur aus grünen Lichtern, also Autobahn besteht, ist im Prinzip, bringt nicht das Beste aus dir selbst raus. Mhm. Und ich glaube, das ist, letzten Endes ist das so. Also immer nur, wenn du ein rotes Licht gegen eine Wand läufst, durch irgendwas, was schmerzhaft ist, dann wächst du, dann erfährst du Wandlung, dann erweiterst du dein Repertoire, dann der Corsten sagt so schön, schwitze Hände, also immer dann, wenn du das Komfortzone verlässt und man fängt an zu schwitzen, sind das Tor zu mehr mit M-E-H-R. Und das immer diese Erweiterung eigentlich bedeutet. Und ich kann nachvollziehen, dass man viele Leute den Easy-Weg gehen,
Also ich nicht verurteilen, ich kann, weil das ist natürlich bequem, ja. Aber jeder weiß, auch wenn er ehrlich ist, den nicht bequemen Weg gegangen zu sein, boah, was ist das, wie fühlt sich das an, wie stolz macht einen das, wie ich weiß nicht, was ist so ein Sieger, wie so Rocky in Philadelphia, so oben auf den Treppen, das kann man ja im Großen wie im Kleinen haben, also so wie dieses immer dieses Abnehmthema oder mal Sport machen und dann wirklich mal zu sagen, ich habe es mal einen Monat durchgehalten, dann fängt man ja auch wieder an, sich selbst zu vertrauen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das Vertrauen in einen selber, weil wenn das nicht da ist, dann kann man auch keine großen Dinge, glaube ich, im Leben bewegen. Und das kann man ja im Kleinen, also wir haben heute Morgen gesagt, die Dusche, die kalte Dusche am Morgen. Ja. Und ich bin heute rausgeklettert und dann habe ich warm geduscht gehabt. Und dann habe ich mich wieder zurück und habe den kalten Hahn aufgedreht und gesagt, nein, keine Verhandlung mit mir selber. Mhm. Und das hat mich dann gut, also habe ich mich gut gefühlt, weil ich gesagt habe, schau, du kannst dir vertrauen. Du machst seit einem Jahr jeden Morgen eine kalte Dusche. Bingo. Mhm. So, also. Und jetzt, wenn wir das andere Thema können wir danach noch vertiefen. Genau. Okay. Erzähl mal, wie ging es denn dann weiter nach Zooplus? Da hast du dann irgendwie deine Anteile verkauft, du bist ausgestiegen und dann, was hast du dann gemacht? Nee, ich bin nicht ausgestiegen. Ich bin ja auch immer noch Shareholder, weil ich immer noch, Börsengang war 2008 und also ich bin immer noch in the game und freue mich gerade sehr, weil die Aktie entwickelt sich endlich mal so, wie sie es verdient. Mhm. Weil ich einfach an das Segment glaube. Und das habe ich 20 Jahre lang nicht verstanden. Ich habe es ja gelebt und geatmet, aber ich habe immer nicht verstanden, wie man denken konnte, dass Onlinehandel wieder weggeht. Und ich hatte, und ich habe dann immer gepredigt und gesagt, und dann haben sie gesagt, nein, aber Schuhe kauft keiner online. Ich so, okay, Schuhe kauft keiner online. Schuhe kaufen alle online. Mhm. Dann sagen sie, nee, Kühlschränke kauft keiner online. Möbel kauft keiner. Also es ist Bullshit. Jetzt ist Corona, jetzt kaufen alle online. Jetzt fahren Gorillas auf Fahrrädern durch die Gegend und verkaufen Lebensmittel innerhalb von 10 Minuten. Das sind alles Konzepte, die entstehen, weil junge, smarte Köpfe sich denken, der Status quo geht mir auf die Nerven. Und dann habe ich nach Zooplus habe ich Shirtinator gemacht, ein bisschen kleineres Ding rund um Personalisierung so von T-Shirts und Giveaways. Das nach ein paar Jahren dann verkauft an eine größere Gruppe. Und das war ein ganz spannendes Setup, weil das war so ein Gründerteam. Also ich bin so Gründer, also Second Generation Gründer von dem Ding. Also das waren schon so 3 Leute, davon 1 Slowake. Die haben dann das Ding war so, wie sie es jetzt gemacht hatten, war es zu klein. Und wir haben es dann neu aufgesetzt und haben dann wirklich dem Platzhirschen ordentlich Marktanteile abgejagt. Es hat echt Spaß gemacht und war dann auch mit einer Produktion in der Slowakei, nachher in Tschechien. Also auch so kulturell auch echt cool, hat echt mega Bock gebracht. Und dann mache ich jetzt seit 2014 das K5-Thema ganz anders. Ist ja eher B2B. Es ist so, eine Plattform zu bauen für E-Commerce. Und daraus sind jetzt so viele geile neue Sachen entstanden, die ich gar nicht gesehen habe, als wir damit angefangen haben. Also wir haben dann 2015 haben wir einen eigenen Aktienfonds aufgelegt, der basierte auf einem eigenen Index für globalen Onlinehandel. Also wir definieren, wer der globale Onlinehandel ist. Das ist der Glory 50, also Global Online Retail. Und darauf haben wir ein Fondsprodukt gelegt, weil wir selber gesagt haben, wir würden unser Geld gerne systematisch anlegen. Es gab nichts. Also haben wir einen Fonds gebaut, der sehr kostengünstig ist, weil wir unser eigenes Geld drin haben. Mhm. Und jetzt sind da fast 70 Millionen jetzt drin. Also andere Leute vertrauen uns. Toll. Ja. Und das Ding ist natürlich in Corona jetzt gelaufen wie geschnitten Brot. Aber auch insgesamt, sage ich ja wieder, wird das die nächsten 5 bis 10 Jahre laufen. Weil also in welchem Szenario scheitert eine Amazon, eine Alibaba, eine Zalando, eine HelloFresh, you name it, Mercado Libre, Jumia in Afrika? Das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Ja. Es sei denn, es gibt einen Onlinehandelsvirus. Okay, gut, dann das ist vielleicht das eine Szenario, was ich nicht sehe. So, also und jetzt entstehen wieder ein paar neue Sachen. Jetzt machen wir meinen Podcast, es macht mir große Freude. Arbeite ich gerade an einer Deal-by-Deal-Struktur, wo wir uns aufgrund unseres Marktzugangs, unseres Verständnisses und auch das Vertrauen, was wir haben, uns an spannenden E-Commerce-Unternehmen beteiligen wollen,
die vielleicht nicht alle Leute kennen, wo man jetzt auch nicht die Unicorn-Bewertung erwarten kann, aber wo man wahrscheinlich eine schöne Rendite machen kann, weil es einfach smarte Leute sind, die ein tolles Unternehmen haben. Und da freue ich mich drauf, weil das ist natürlich auch ein bisschen so meine Möglichkeit, nochmal was zurückzugeben. Also neben dem Geld, sondern natürlich, wir bringen uns da auch ein. Ja. Und ich merke das jetzt schon in den Gesprächen, das macht so viel Spaß. Also junge Leute, Energie, ja, warm und dann tschak, und Dinge, die ich nicht sehe. Also ich stehe drauf. Ja. Das ist dann, also du hast gerade von diesem Fonds gesprochen. Ist da erstmal eine Frage, ist der, kann ich jetzt irgendwie an die Börse irgendwo hingehen, an Handelsplätze und in diesem Fonds kaufen auch? Genau, also A19N9A ist die Wertpapier-Kennnummer, A19N9A oder halt Global Online Retail eingeben und aufpassen, es gibt jetzt einen, der auf unserem Erfolg freeridet, der hat sich auch so genannt. Bin gerade bei der BaFin am Sprechen, dass das irreführend ist, aber bitte einfach, falls Rückfragen sind, einfach mir kurz eine Message auf LinkedIn schicken. Ja, okay. Antworte ich gerne. Ja, okay, cool. Sehr cool. Und das andere, das, was du jetzt gerade erzählst, das ist quasi ein zweites Projekt. Ja, genau. Und das ist, wird das dann auch wie so eine Art Fonds oder ist das eher oder ist das ein Private Equity Pool oder wie, was ist das für ein Vehikel, mit dem du da arbeitest? Ja, also ich auch da halte ich es mit dem Thema erstmal aus der Garage kommen. Also ich will jetzt keine Lust, 3 Jahre lang einen Fonds zu raisen, sondern wir haben gesagt, nein, wir haben so viele tolle Unternehmen, die Interesse haben, mit uns zu arbeiten, dass wir jetzt das Geld, was wir benötigen, so nennt man das Deal by Deal, einsammeln, also für jedes Unternehmen. Mhm. Und das muss man auch sagen, ist jetzt begrenzt auf ein paar Leute, die da mitmachen dürfen. Brauchen wir auch ein bisschen Kleingeld. Das ist die BaFin, also die Regulierungsbehörde verlangt 200.000 Euro Einsatz am Minimum. Und insofern ist das leider jetzt noch nicht öffentlich möglich. Aber klar, bei Interesse kann man sich auch gerne bei mir melden. Mhm. Aber es ist eher so ein bisschen eine Club-Deal-Struktur. Ja. Weil die Idee dahinter ist auch, dass ich gezielt Leute aussuche, die dann die bestimmten Firmen halt auch unterstützen können mit ihrem Know-how. Mhm. Und damit, glaube ich, macht man die Firmen auch nochmal sehr viel besser. Also das ist ein bisschen die Idee so. Mhm. Und was ich jetzt bisher mitbekommen habe, haben da viele Leute auch Lust drauf, neben der Geldvermehrung auch ein bisschen inhaltlich dabei zu sein. Sending the elevator down heißt das, glaube ich, irgendwo. Habe ich das mal gehört, fand ich ganz gut. Sehr cooler Spruch. Du bist du hast ja selber gesagt, wie nennst du dich nochmal, die Phrasendreschmaschine oder das Phrasenschwein? Das Phrasenschwein. Sehr gut. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zu deinem Podcast zurückkommen, weil das war ja der Ausgangspunkt und da hast du von diesen drei Säulen oder drei Themenbereichen gesprochen. Wir haben also erst das eine war ja E-Commerce, haben wir jetzt auch gerade noch mal ein bisschen geredet. Unternehmertum haben wir auch schon geredet. Interessieren würde mich noch diese dritte Säule. Wie hast du das Meaningful Relationships oder wie hast du die genannt? Ja, Meaningful Relationships. Ja. Ja, ich glaube, es ist der Startpunkt jeder Beziehung irgendwo. Also will ich mit jemandem in Kontakt oder in Verbindung treten, ja oder nein? Und in welcher Tiefe will ich das machen? Und ich versuche, oder wir als Team, und das finde ich eigentlich so schön, dass das eigentlich unser Spirit ist, dass wir auch nicht nur Sponsoren haben, sondern wir nennen die ja bei uns auch Partner. Und das ist jetzt nicht nur dahingesagt, sondern wir arbeiten mit den Firmen, die jetzt uns helfen, das Ganze zu finanzieren. Das sind für uns Partner. Und wir sind sehr kreativ, wie wir jetzt denen die Möglichkeit geben, ihre Produkte darzustellen. Aber wir sagen ihnen auch, ja, aber jetzt einfach nur irgendwie ein PowerPoint-Pitch, das langweilt die Leute. Also lass doch mal kreativ sein, lass mal Content produzieren. Und viele Leute verstehen das. Und da ist halt auch Vertrauen gewachsen in den letzten Jahren. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt Speaker brauchen für unser TV-Format, dann sagen viele Leute, ja, ich räume mir die Zeit ein, gerne, weil ich gerne mit euch rede, weil ich gerne darüber rede, was sind meine Fails in meinem Unternehmen. Mhm. Weil ich aber auch sehe, dass wenn ich bei euch spreche, dann gewinne ich was, weil also einmal mich ich als Person, aber ich kann mein Unternehmen darstellen, ich suche gerade gute Leute. Also es ist so ein bisschen, wir schauen immer auf dieses Win-Win. Mhm. Und ich glaube, das gelingt ganz gut, weil die Einstellung ist, wir investieren in eine Beziehung und wir haben eigentlich immer K5 so aufgebaut, dass wir häufig neue Produkte für umsonst oder sehr, sehr günstig angeboten haben, einfach weil wir es ausprobieren wollten. Und erst später, wenn der Wert dann wirklich auch da war, haben wir dann angefangen zu sagen, gut, jetzt schauen wir mal so ein bisschen Geld, was dafür nehmen, weil wir haben ja auch ein paar Kosten hier. Mhm. Und das, glaube ich, so offen auch zu sein zu können, setzt wieder voraus, dass man so eine Beziehung hat wirklich mit der anderen Seite. Mhm.
Und vielleicht auf der anderen Seite ist es dann so, wenn man so agiert und dann man so heftige Kritik abkriegt, trifft einen das dann doppelt und dreifach, weil man ja mit so einem Goodwill reingegangen ist. Und dann gibt es ja manchmal Leute, die so, weil sie meinen, sie müssen jetzt einen Preis nachverhandeln, dann irgendwie mit so Argumenten um sich schlagen. Mhm. Dann denke ich mir so, ja, also in der Sache kann man das hart sein, aber im Ton, warum? Ja. Ja. Und dann trifft es natürlich die Menschen, die so sagen, hey, ist doch alles super, ich kann dir helfen, okay, sag mir, was kann ich besser machen, trifft es halt dreifach, weil sie gar nicht so denken, dass man irgendwen übervorteilen wollen würde. Ja. Und das glaube ich so, das erlebe ich jetzt auch in den verschiedenen Rollen, die ich jetzt auch habe, wenn ich jetzt, sei es jetzt als Beirat oder eben jetzt vielleicht als Investor, dass es mir immer darauf ankommt, wenn ich mit den Leuten arbeite, dann muss das passen, weil die knappste Ressource, die ich habe, die du hast, ist Zeit. Ja, stimmt. Also du kannst jetzt mit deiner Frau einen tollen Tag haben, du kannst mit deinen Kindern, du kannst einen Podcast machen oder du kannst dich mit irgendjemandem rumärgern, der dir Geld gibt, aber was ist denn das wert? Und wenn es dann gelingt, und das so ein bisschen vielleicht auch die Gnade dann, wenn man schon ein bisschen länger im Business ist, dass man eine gewisse Freiheit hat, sich auch gegen gewisse Kunden oder Konstellationen zu entscheiden und zu sagen, nein, das Geld lasse ich liegen, weil das passt nicht in mein Wertegerüst, das ist nicht, wie ich meinen Purpose leben möchte. Die 3,50 € habe ich dann auch noch selber irgendwo oder die spare ich mir lieber ab, als dass ich meine Lebenszeit in so ein Projekt stecke, wo einfach der Wurm drin ist. Und es gibt ja Konstellationen, die nicht passen zueinander. Und da hat jetzt wieder keiner Schuld, aber das muss man halt erkennen. Und ich glaube, viele begeben sich so in unglückliche Konstellationen aus dieser Motivation Geld oder Erfolg. Und da bin ich echt froh, so einen Freiheitsgrad erreicht zu haben, wo ich sage, da entscheide ich mich lieber dagegen. Aber ich habe eben, ich gehe einfach ich nehme nichts mit in Schlaf. Und das ist so ein bisschen vielleicht ein Bild. Okay. Da hat sich jetzt bei mir nochmal sowas verbunden, weil erst wollte ich dir gerade nochmal sagen, ja, finde ich so spannend bei dir, weil was man sieht ist, zumindest bei dem, was du jetzt gerade machst, wie das bei SoPlus und so weiter war, weiß ich nicht, aber was du jetzt gerade, wie du das erzählst, geht es immer eigentlich um gute Beziehungen. Also es geht um gute Beziehungen, zwischenmenschliche, im Podcast, wenn du mit den Leuten redest. Du sagst aber, es geht auch darum, wenn du deine Speaker auf der Bühne hast, dass das auch immer irgendwie eine gute Relation ist, dass da auch irgendwie so eine Gegenseitigkeit entsteht, eine gewisse Großzügigkeit fast schon. Und das zieht sich eben durch. Und jetzt hast du aber gerade noch was dazugebracht, das fand ich interessant. Nämlich du hast gesagt, ja, weil Zeit ist so kostbar. Und ich verbringe so viel Zeit mit Menschen, also gerade in deinem Job, also ich merke, das ist ja irre was los. Dann hast du auch noch das Thema mit Investoren, dann hast du gesagt, Beziehungen zu den Investments, also nicht nur einfach Geld in so eine Firma reinstecken, sondern da sind die Gründer und irgendwie schauen, was entsteht da wieder für eine Dynamik. Also überall diese menschlichen Beziehungen, das ist wahrscheinlich 90% deines Tages bist du irgendwie mit Menschen. Ja. Und dass du dann sagst, und das ist so eine kostbare Zeit und deswegen will ich diese Zeit mit guten Beziehungen verbringen. Finde ich eine super Erkenntnis. Also muss ich mir auch selber nochmal viel mehr auf die Fahnen schreiben. Also man sortiert viel klarer aus, weil also man kann ja auch sagen, wer konkurriert denn um meine Zeit? Also wer hätte sie denn am meisten verdient? Und jetzt kann ich im Arbeitszeit nicht immer tauschen mit Zeit mit meinen Kindern zum Beispiel. Die sind ja auch in der Schule oder hocken vorm Zoom-Call. aber diese Wahl muss man ja für sich dann treffen. Und ich finde, eine Ausrede ist dann immer so dieses Geld. Es ist eine Ausrede, um Dinge nicht zu machen. Ich habe ja kein Geld. Das ist eine Ausrede. Also Geld ist... Also ich weiß nicht, da kann man Zeitungen lesen, im Überfluss da, kriegst du von der Bank, kriegst du von Investor, egal. Also wenn du eine Idee hast und du willst es machen, Geld ist eine Ausrede. Aber Geld ist auch eine falsche Motivation, in solche, ja man nennt ja toxische Beziehungen reinzugehen. Dann arbeitet man für einen Chef, den man nicht will, man für einen Kunden, den man nicht will, für einen Partner. Man kauft Dinge, die man dann nicht haben will. Ja. Und das ist, auch da kann man ja aufwachen. Corsten hat, ich meine ja auch so mal gesagt, der hat gesagt, er wacht immer zweimal am Tag auf. Also einmal, wenn er aufwacht und dann, wenn er bewusst in den Tag geht. Ja. Und viele Leute, habe ich manchmal das Gefühl, laufen
schon seit langer, langer Zeit irgendwie wie ein Zombie durch die Gegend. Mhm. Die wachen eigentlich nie mehr auf. Mhm. Weil sie irgendwie sagen, ja, nach 30 Jahren oder irgendwie, ja, wann ist denn endlich Freitag und so. Ich meine, hey, ganz mal ernsthaft, wenn ich so jemals denken würde, würde ich mich, glaube ich, echt gleich von der Klippe stürzen. Weil das ist ja schlimm, wenn du das Gefühl hast, du musst noch 10 Lebensjahre oder 5 Lebenstage irgendwas machen, was du nicht machen willst. Dann hör doch auf, das zu machen. Mhm. Und nein, das ist eine Ausrede. Du hast eine Miete und so weiter. Wir finden einen anderen Weg. Aber es gibt aber Millionen Wege, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, bis hin zu der, dass du irgendwie auf dein Minimum runterfährst. Aber das ist halt mal eine Frage des Wollens. Und es ist eine Frage des Wollens und aber ich glaube auch eine Frage des Wake-up-Calls. Mhm. Ja? Und deswegen ist es ja so oft, dass in Krisen Gutes entsteht, weil plötzlich du wirst gezwungen, aus deinem Trott herauszugehen. Ja? Du kannst einfach nicht mehr so weitermachen. Ja? Aber ist die Frage, ist es so schlau, immer auf die nächste Krise zu warten, bis ich wieder was verändere in meinem Leben? Und vielleicht könnte das ja, ich finde das, etwas, das könnten wir wieder unseren Zuhörern zurufen. Schaut euch mal eure Beziehungen an. Und wenn ihr findet, ihr habt mit eurem Chef oder mit eurem Partner oder mit euren Kollegen, ihr habt Tage, viele Stunden, die einfach eine ganz schlechte Beziehung sind, dann fragt euch mal, ist das nicht ein Hinweis darauf, dass ihr etwas verändern solltet? Also das mal zu nehmen als Hinweis und nicht gleich immer die ganz große Krise. Einfach sich mal zu fragen, wie gut sind meine Beziehungen? Und das heißt ja nicht immer, dass ich eine Beziehung dann beenden muss. Mhm. Ja, ich kann ja auch eine Beziehung verändern. Ich kann sie verbessern. Ich kann und verbessern heißt nicht immer nur dem anderen zu sagen, was er anders machen soll oder den anderen versuchen zu verändern, sondern auch bei sich selber eine Veränderung herbeizuführen, indem man zum Beispiel ganz simpel mal darüber spricht, was man selber für ein Bedürfnis hat, was man sich selber wünscht, was man selber empfindet in dieser Beziehung. Mhm. Das kann oft schon einen riesen Unterschied machen. Und es kann, ich meine, die Kunst ist ja dann, bei sowas bei sich zu bleiben. Also man eben nicht sagt, du müsstest doch, sondern einfach zu sagen, wenn du das machst, wenn du so in die Tür reinkommst, mach das und das mit mir. Ich sage nicht, dass du dich verändern musst, aber das löst es bei mir aus. Genau. So, dann ist man bei sich und sagt halt so, okay, das ist einfach, wir wollten nur, dass du es weißt. Ja. Und ich glaube, dann ist man auch raus aus so einem Blame, ja, aus diesem Vorwurf, das führt ja immer zu gar nichts, ja, und auch mal nicht im Streit so in eine Diskussion zu gehen und zu sagen, hey, wir setzen uns Samstag mit dem Kaffee raus auf die Veranda oder in den Garten und auch das ist ein guter Punkt. Und sprechen mal einfach, wie wo jeder steht. Und es gibt ja diesen Change It, Love It or Leave It. Genau. Oder Love It, Change It or Leave It und so weiter. Und aber dieses Change, das kann man schon machen. Und ich denke, und was wäre dein Punkt? Wichtig ist, einfach mal anzufangen bei sich selber. Also ich glaube, das ist auch ein Geschenk, was man dem anderen machen kann. Ja? Oh ja. Und zu sagen, ja, ich mag zwar nicht aufzuräumen, aber ich weiß, es ist so wertvoll für dich und bedeutet dir so viel. Ich streng mich jetzt einfach mal an. Genau. Für dich. Aber es fällt mir echt schwer. Ja. Mir fällt es schwer. Sven, hast du denn vielleicht noch, weil mich ja eben das Podcast-Thema natürlich auch interessiert, hast du denn noch vielleicht irgendeine Sache, wo du sagst, da gab es für dich so ein Highlight, das war ein Special Guest, fandest du interessant, oder ey, boah, das war echt schwierig, also nicht, weil der Mensch so blöd war, weil du hast natürlich sicher nur tolle und spannende Gäste gehabt, aber die Umstände waren total verrückt und ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt. Hast du irgendwas auf Lager oder? Ich habe zwei Sachen. Einmal haben wir irgendwie über Clubhouse einen Podcast aufgenommen. Es war aber nicht meiner, war Joel Kaczmarek. Und dann war eine Tonspur weg. Also ich hatte vergessen, die richtig aufzunehmen. Mhm. Er hat mich einfach überfordert. Clubhouse live hier, dann meinem Equipment. Und dann habe ich irgendwie vergessen, die richtige Tonspur zu drücken. Und auf jeden Fall musste ich dann nochmal alles einsprechen. Ich weiß gar nicht, ob er den überhaupt gesendet hat. Also insofern war irgendwie, das war echt painful. Weil ich mir denke, ich halte mich ja schon für einen echten alten Hasen beim Thema. Und das schönste Erlebnis jetzt in neuester Zeit war, dass wir K5 TV eben eine zweite Staffel gemacht haben und hatten dann, es war schon 4 Wochen, haben wir das gemacht. Das ist also wirklich anstrengend gewesen. So wirklich Brain Drain. Also irgendwann 80 Interviews, muss ja auf jeden vorbereiten, jeder ist anders. Dann Technik geht manchmal nicht an. Also Kamera, gleißendes Licht und so weiter. Und der Schlusspunkt dieser 4 Wochen war dann,
und mittlerweile bin ich Spezialist für nachhaltige Kosmetikprodukte, war dann die Gründerin von Gitti. Und ich habe schon gesagt, ah, okay, das Thema Nagellack, okay, mache ich schon irgendwie. Und dann war das, und das war eine Rheinländerin. Und das, die war so auf Zack. Und wie heißt sie? Jennifer Baum-Minkus. Ist auch live zu finden. Einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, weil es richtig geil unternehmerisch. Also die Story von der Frau, einfach, also wenn du das hörst, dann denkst du, okay, ich kann Eiswürfel an Eskimos verkaufen. Weil was die an Hindernissen, an Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Und immer noch, und jetzt hat die ein mega erfolgreiches Unternehmen. Und die war aber so auf Zack. Und aber mein Schlusswort war, wir hören jetzt jedes Mal die TV-Staffel auch mit einer Rheinländerin auf. Weil das, nein, es war so eine Energie im Raum. Und das hat natürlich mich dann auch nochmal gepumpt. Und wir haben uns die Bälle zugeworfen. Und es war so richtig Love was in the air. Nicht im Sinne von Romance, sondern so von Unternehmerliebe. Und das war so schön. Also wirklich ein absoluter Hörbefehl. Also gerade junge Frauen, die so auf der Schwelle stehen. Also unbedingt reinhören, also ein echtes Vorbild, toller Podcast. Wo finden die, kann man den public hören oder ist da irgendwie, muss man, erzähl mal, wie kommt man ran an diesen Chef Treff kostet 1000 Euro im Monat? Nein, ist natürlich überall kostenlos zu hören bei Apple, Spotify, okay, also, Amazon, zack, everywhere. Ja, genau. Typischen Kanäle. Genau, Chef Treff bei Sven Ritter. Okay, sehr gut. Schön. Sag mal, Sven, ich habe dich ja vorhin leider ein bisschen überrumpelt mit, ich frage seit neuestem meine Gäste, ob sie auch irgendeine coole Frage dabei haben. Fällt dir was ein gerade? Hast du irgendwas? Oder? Ja, also ich würde gerne eine Antwort haben auf die Frage, die mich gerade beschäftigt. Was sind die Trends, die man sich jetzt angucken muss, um in 10 oder 20 Jahren nicht wieder totale Volltrottel dazustehen? Wow. Aber was würdest du sagen, müsste man jetzt seine Zeit oder zumindest dürfte man es nicht aus den Augen lassen, weil du glaubst, dass das ein Megatrend ist, der sich irgendwann in Produkte und in unseren Alltag reinwälzt? Also wenn ich es jetzt wirklich wüsste, dann könnt ihr mich jetzt alle buchen und dann dann bauen wir das Riesenmonster nächste Unicorn auf oder die nächste Super Unicorn. Du hast vorhin irgendwann mal gesagt, wenn du allwissend wärst, wenn es alternativlos wäre, dann wüsstest du schon, dann hättest du schon vorher gewusst, wie du deinen Sender weiterkriegst. Ja. Aber so ein paar Sachen, die ich so mitkriege, was mich sehr, sehr natürlich, und das ist jetzt, sind die Themen, die natürlich offensichtlich sind, aber ich glaube, künstliche Intelligenz wird eine enorme Veränderung herbeiführen in unserer Gesellschaft. Da kann ich übrigens einen spannenden Podcast dazu empfehlen. Da gibt es diesen Dr. Goertzel. Hast du mal von dem je gehört? Nee, das ist ein irrer Typ, den habe ich mal gesehen beim Joe Rogan. Und das ist so ein Typ, der ist so alt wie ich ungefähr. Ja, also ist schon nicht mehr 18 oder 20. Und er saß dann mit so einem Hut im Podcast und der Hut hatte ein Leopardenmuster und der Typ hatte solche Haare. Ja. Aber das ist anscheinend so der Papst für künstliche Intelligenz. Okay. Und auch eine sehr, sehr interessante Diskussion darüber, weil er gesagt hat, also im Westen sind wir da eher avers. Also haben wir eher das Gefühl, das ist eine Bedrohung. Im Osten, also im asiatischen Raum, die sehen das eher als eine große Chance. Und es gibt ja dieser Gedanke, dass irgendwann diese sogenannte Singularität entsteht. Das ist ja eigentlich ein Begriff aus der Astrophysik, aber das ist so dieser Moment, wo die künstliche Intelligenz tatsächlich uns ebenbürtig ist. Und die Frage, ja, was passiert denn dann eigentlich mit uns? Und dann gibt es dann natürlich auch Fragen nach Ethik und so weiter. Und dann kam eine sehr interessante Diskussion, ist denn das, was die sozusagen, die Werte, die dann diese Intelligenz hat, sind die, woher kommen die eigentlich dann? Ja? Also haben wir die denen gegeben dann oder entwickelt diese Intelligenz selber eigene Werte? Aber das ist jetzt eine andere Diskussion, aber das fand ich wahnsinnig spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass daraus, oder ich bin mir, es ist, glaube ich, fast unausweichlich, dass es dorthin kommen wird. Also nach dem, was ich da alles gehört habe, würde ich sagen, das wird irgendwann kommen. Und dann ist die Frage, was heißt das für uns? Und ich
glaube, du hast vorhin gesprochen, zwischenmenschliche Beziehungen, Zeit sind die hohen Güter. Und die Frage ist, werden wir in 50 Jahren, in 30 Jahren, in 20 Jahren, wie wichtig wird es sein, dass wir unsere Zeit in Produktion oder Produktivität hineingeben? Ja. Und dann ist die Frage, was machen wir denn mit dieser Zeit? Und vor allem, wenn wir uns als Gesellschaft auch mal dorthin bewegen, raus aus dieser Stigmatisierung, wenn du nicht 80 Stunden pro Woche arbeitest oder 40 oder 35, dann bist du irgendwie nicht nutzig. Mhm. Ich glaube, das wird irgendwann kommen, dieser Umschwung. Und da wird es Menschen geben, die haben Zeit. Mhm. Gucken die alle RTL 2 oder machen die was Vernünftiges? Genau, die gucken, genau. Das ist dann die Frage. Was passiert? Diese Zeit wird jetzt abgesogen. Das ist ja jetzt schon. Ja, die ganzen sozialen Medien, Social Media und so, das ist ja alles Zeitsaugen. Ja. Aber vielleicht könnte man da einen Gegentrend dazu zu bewegen für Meaningful Time. Aber es ist keine Business-Idee natürlich. Nee, nein, aber da ging es ja gar nicht. Philosophischer Ansatz. Du bist ja Philosoph. Ja, du hast ja eine gute. Ja. Habe ich dich gecoacht. Ja. Ich denke, ja, das ist eine schöne Überlegung, weil die Frage ist ja in der Tat, wie bewertet man Produktivität? Also ist es nur Bankkonto füllen oder Unternehmen aufbauen? Ja. Oder ist es auch malen, Gedichte schreiben, Zeit anderen Menschen schenken? Ja. Also, ja. Genau, weil wir hatten vorhin auch, als wir noch vorher uns unterhalten haben, haben wir darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Wir selber haben unsere Lebensgeschichte, ja, haben jetzt schon ein paar Jahrzehnte hinter uns und haben so viel Erfahrung gesammelt und haben Dinge gelernt und verstanden. Und die Frage, ja, wie können wir das eigentlich teilen mit anderen? Weil es ja so, wäre sonst ganz schade drum. Ja, wäre so schade, wenn es das, was du, Sven, hier darstellst, was du alles an vollkommen spannenden auch Erkenntnissen in deinem Leben hattest und an mutigen Moves, die du gemacht hast, wenn das dann, ja klar, irgendwann explodiert die Sonne und so, aber jetzt erstmal für die nächsten Generationen und jetzt machen wir diesen Podcast und jetzt ist das zumindest mal, ein paar können das wieder hören und was daraus lernen, würde ich sagen. Ja. Komm gleich auf den Bundesindex. Genau. Ja, wir haben über Corona gesprochen. Ja, okay. Ja. Nein, wir leugnen den Virus nicht. Nein, tun wir nicht. Genau. Naja. Und dies ist doch kein Anlagepodcast. Bitte investieren Sie nicht in diesen Fonds, wenn Sie sich nicht vorher informiert haben. Oh ja, ganz auch wichtig, das. Genau. Ja, stimmt. Danke. Man kann gewinnen und verlieren an der Börse übrigens. Man kann das. Keine Anlageempfehlung. Ja, genau. Wobei ich bin ja investiert und meine Kinder auch, aber das soll nicht ein Hinweis sein, dass das für alle gilt. Yes! Und da sind wir nämlich gerade noch ganz schnell als Zwischenabschweifung bei diesem Dr. Sinclair, diesem Professor mit diesen Anti-Aging-Sachen. Ja. Da haben wir auch vorhin mal kurz drüber geredet, dass der irgendwie ein ganz interessanter Typ ist. Und der macht das genauso. Der sagt immer nur, also ich nehme, keine Ahnung, dieses und jenes und jenes. Ja. Aber das ist natürlich keine Empfehlung, aber ich nehme es. Ja, genau. Ja, also so in diesem Sinne meinst du, ja, oder? Genau. Ja. Aber sag mal, Sven, hast du noch irgendeine Idee, was weil du siehst, du bist ja sehr nah dran an dem Puls. Also du bist E-Commerce, das ist das Ding, was wahrscheinlich gibt kaum etwas, was gerade so explodiert wie dieses Thema. Hast du irgendwie eine Idee, wohin es gehen könnte, die Reise? Ja, ich denke, dass also man spricht von Protokollökonomie. Also ich glaube, dass sich sehr, sehr viel mehr dezentralisieren wird, als wir das jetzt so sehen. Also Intermediäre wie Banken, Versicherungen und so weiter, die gehen, werden auf die Blockchain gehen und werden dann dezentral organisiert sein. Mhm. Und das ganze Krypto-Thema ist ja durch Bitcoin und so weiter als Spekulation in die Schmuddelecke geschoben. Ja. Aber das sind halt so die Bild-Zeitungs-Niveau-Sachen. Die darunterliegende Technologie, die Infrastruktur, die entsteht jetzt gerade erst. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nur, das ist ein Thema, was ich verfolgen werde jetzt. Einfach auch ehrlich gesagt, apropos Sinclair, dass er seine Birne in Schwung halten, schützt ja auch vor Demenz und Alzheimer und so weiter. Ja, also wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt oder nochmal ein Astrophysikstudium macht mit 88, glaube ich, dann kann es noch ziemlich lange gehen. Aber das ist so ein Thema, wo ich sage, das hat auch jetzt Auswirkungen irgendwann auf das Metier im E-Commerce-Handel. Mhm. Also da, glaube ich, passiert relativ viel. Ich kann jetzt auch nicht auf alle Themen springen, wie Health und so, aber das ist so ein Thema, wo ich sage, da ist
ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel Bewegung drin. Ja. Also finde ich jetzt ganz spannend. Ja, okay. Ja, schön. Vielleicht noch eine Abschlussfrage an dich. Die stelle ich gerne, weil es so eine schöne Frage ist. Du musst, glaube ich, auch langsam losgehen. Ja, ja. Also die eine schaffst du noch, oder? Ja, ja. Und zwar, was wünschst du dir fürs Leben? Okay, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, aber... Okay, mein absoluter Wunsch wäre, gestorben zu sein, bevor ich sterbe. Mhm. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, du hast alles gegeben, was du hast, nichts mehr im Tank, und du kannst gehen. Also, du kannst loslassen und ich wirst nicht rausgerissen oder so. Und also, ohne Regrets, du hast alles aufgeräumt, alles auf den Weg gebracht und dann ist auch irgendwann mal gut. Das fände ich so ein schönes Bild, wann auch immer das ist. Ich habe jetzt gerade gesagt, irgendwie, wenn ich jetzt 50 werde, dann ist das so das erste Drittel vorbei. Mhm. Reframing wieder. Ja. also ist noch more to come. Aber ja, das ist eigentlich, glaube ich, so die Idee. Mhm. Dass du eigentlich wirklich sagst, du lebst das so, also nicht hedonistisch, sagen komplett aus, aber du hast alles genutzt, jeden Tag irgendwie eine kleine Freude gestiftet. Das finde ich ein schönes, eine ganz lange Kette an Freudenperlen. Ja, sehr cool. Vielen Dank, Sven. War ein sehr schönes Gespräch. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank. Und ihr zu Hause, macht's gut. Ja, liebe Freunde zu Hause, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich unterstützen. Es gibt ein paar ganz einfache Dinge. Liken, abonnieren, den Alarm drücken für das Abo oder ihr geht auf unsere Patreon-Seite, die ihr unten findet im Fußtext. Dort könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen. Danke euch.